Seid gegrüßt. Einen wunderschönen guten Morgen, wollte ich gerade sagen. Aber nein, wir haben es jetzt gleich 4 Uhr. Um 18 Uhr beginnt der Start vom Megamarsch Ruhrgebiet bei Nacht. Heute in Essen am Stadion. Was man da hinter mir so halb erkennen kann. Oder auch nicht. Stadion an der Hafenstraße auf jeden Fall. Wie gesagt, heute ist Ruhrgebiet bei Nacht. Ich habe mich auch relativ auffällig angezogen. In der Hoffnung, dass es nicht regnet. Aber man weiß es nicht. Ich mache jetzt mal meine Schütze drauf. Gegen Steine. Und dann werde ich gleich mal gucken, wo wir starten. Einige bekannte Gesichter sind auch am Start. Aber erstmal noch Füße hochlegen. Man sieht sich! Hi, grüß dich. Ja. Na? Aber auch sehr pünktlich hier. Ich bin schon seit 2 Uhr hier. Hi. Schön, dich zu sehen. Ja. Wie ihr gesehen habt, bin ich im Startbereich angekommen. Keine Ahnung, was man da jetzt sieht. Check-in hatte ich gerade. Mein Bändchen habe ich. T-Shirt kaufen, das finde ich heute dieses Jahr nicht schön. Hier sind auch ganz viele Camper. Und ab jetzt müssen die Leute dann auch 8 Euro Eintritt bezahlen, beziehungsweise mit den Autos. Vorher nicht. Hier ist auch ein Zelt von Auto Active. Und dieses Jahr geht's rund. Mittlerweile wird der Parkplatz voll. Die Leute werden immer mehr beim Check-in. Die Menschen haben Käse auf dem Kopf, warum auch immer. Der Regen wird weniger. Und da ist das Stadion. Da haben wir gerade drunter gestanden. Eigentlich hatte ich überlegt, einen Rock anzuziehen, aber nein, das wollte ich mir dann doch nicht antun bei dem Wetter. Das war dann der Start vom Megamarsch Ruhrgebiet bei Nacht. Oder aktuell noch Dämmerung. Sind hier immer noch am Emscher Kanal. Sind jetzt gleich bei 3 Kilometer. Läuft ganz gut. Hin und wieder hat man immer ein paar Tropfen, die runterkommen. Ihr habt es gesehen, die ersten 5 Kilometer sind geschafft. Somit
nur noch 45. Auf meine Uhr habe ich zwar erst 4,6, aber es wird schon. Da ist gerade irgendwas im Bau oder so. Keine Ahnung, ob das ein Behelfsding ist. Ich denke mal, dass da wieder der Emscher Kanal ist. Eine torierte Ecke. Links von uns ist mal ein größerer Kanal. Ich blende nachher mal ein, was das ist. Hier ist so ein kleiner See, glaube ich. Das ist ein Öltankerboot oder so. Ich habe gerade einen Glückscent gefunden. Wenn das kein Glück bringt, weiß ich auch nicht. Und hinter mir kommt so eine richtige Herde. Vor Kamera auf dem kleinen Display sieht man das gar nicht. Aber es sind schon einige. Von der nächsten Startgruppe oder Welle. Wie auch immer. Ich denke mal eher Welle. Mein Durchschnitt ist gerade bei 5,3. Mal gucken, mit Luft. Ich habe mir gerade bei YouTube Workout-Musik angemacht. Naja, schauen wir mal, was da für ein Zeug gespielt wird. Wenn nicht, mache ich mir gleich wieder was anderes an. Irgendwas Rockiges. Vor uns ist das Zentrum Oberhausen, Gasometer. Da sieht man auch das Riesenrad vom Zentrum Oberhausen. Da auf der anderen Seite sind wir auch schon oft genug gegangen. Da ist das Schwimmbad. Das SeaWorld. Marina Oberhausen, der Stellplatz für Wohnmobile. Geil!
Die Tonnen. Nico, warte mal. So, Wasser gezapft. Hier ist ein bisschen eng. Ach, schön. So, jetzt geht's über die Slinky-Winky-Brücke. Und sie schwingt schon. Hier war es letztes Jahr dunkel. Kilometer. 8:20 Uhr. Ist gut. Kilometer 14,5. Der Himmel klärt sich ein bisschen auf. Wir haben es jetzt 9.08 Uhr. Läuft noch ganz gut. Durchschnitt von 5,2 im allgemeinen Durchschnitt. Mit der 5 Minuten Pause. Wir nähern uns jetzt dem Landschaftspark Duisburg, sogar im Hellen diesmal. Ja, ein bisschen sieht man den roten Himmel, ein bisschen orange ist er. Wir sind jetzt bei 16 Kilometer, 9.25 Uhr, voraussichtliche Ankunftszeit 4 Uhr. Wird aber noch anstrengend genug. Hier ist Ende August wieder Mammutmarsch mit Into the Moon. Da werde ich aber diesmal nicht dabei sein. Da bin ich dann bei UMS. Der Wanderung zugegen. Ja, so ist das. Hier geht es gerade ein bisschen berghoch. Der Duft der Sommerflieder. Auf der Bahntrasse. So, heute geht es einmal fast komplett durch den Landschaftspark. Gerade Straße hoch, jetzt Straße runter. Das ist gleich wieder Straße runter. Und wunderbare Kulisse. Hier ist auch der Kletterpark, wo schon einige Filmszenen gedreht wurden. Ist halt schon eine coole Klasse. Da vorne haben wir die ganzen Menschenmassen. Ich drehe mal die Kamera. Da sind die Menschenmassen. Kleiner Spielplatz.
sind bei Kilometer 22. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben gleich Kilometer 30. Soweit geht es mir ganz gut. Die Wade zwickt ein bisschen, aber nicht so schlimm. Die Stulpen schneiden gerade ein bisschen ein, da muss ich nachher mal dran. Aber ansonsten kann ich eigentlich nicht meckern dafür, dass ich zweieinhalb Wochen krank war. Und gleich ist es wieder dunkel. Wir haben es jetzt 12.23 Uhr. Mitternachts also durch. Ankunftszeit 4.20 Uhr. Hi. Hi. Darf ich gehen? Ja, dann habe ich es. Danke. Guten Morgen. Wir haben es jetzt 45,46 Kilometer. Uns fehlen jetzt noch 6 Kilometer. Und ja, ich bin müde. Guten Morgen um 5.40 Uhr. Wir haben jetzt noch 1,5 Kilometer. Bin schon ziemlich fertig. Leute, es ist soweit. Ich bin kurz vorm Ziel und man hört wieder nichts. Nada. Doch, Bum-Bum-Musik. Wir haben es jetzt 5.55 Uhr. Um 18.20 Uhr bin ich gestartet. Somit dann 11 Stunden 30. Ah, wie gesagt, wäre ich jetzt nicht die ganze Zeit eingeschlafen, hätte ich meine 4 Uhr sogar fast geschafft. Bis Kilometer 40. Alles wunderbar. Aber danach absolute Katastrophe. Absolut. Die Strecke ist halt fürs Ruhrgebiet halt auch wieder sehr asphaltlastig. Das bleibt leider nicht aus. Auch wenn man es weiß, das ist schon sehr, sehr anstrengend.
Das war der Megamarsch Ruhrgebiet bei Nacht mit einer sehr schönen Medaille. Ich werde jetzt mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Mit der RE6. Und dann schauen wir mal weiter. Oh ja. Also ganze Zombies hier am Rumlaufen. Naja, egal. Ich sag ciao, bis bald, man sieht sich beim nächsten Marsch. Oder einfach Blabla-Video. Egal. Macht's gut, erholt euch, geht raus und genießt das Wetter, wenn es warm ist. Ciao.